Die LWL-Museen Zeche Zollern in Dortmund haben eine Ausstellung mit dem Titel Das ist kolonial. Es geht um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte und im Fokus steht der zwischenmenschliche Austausch. Doch nicht immer, denn zu bestimmten Öffnungszeiten heißt es leider, Weiße müssen draußen bleiben. Damit will man gegen Diskriminierung vorgehen. Richtig gehört, man führt am Einlass eine Rassentrennung durch, um Diskriminierung zu bekämpfen. Das ist wirklich ungeheuerlich und mehr darüber erfährst du jetzt. Moin, ich bin David, schön, dass du da bist. Die Ausstellung wird von der LWL Kulturstiftung gefördert. Das bedeutet, wir können davon ausgehen, dass der eine oder andere Steuereuro in den Taschen der Betreiber gelandet ist. Umso erschreckender ist es, wie diese mit dem Großteil der Steuerzahler umgehen, indem es heißt, Weiße müssen draußen bleiben. Auf der Homepage beschreibt der Betreiber das Ganze wie folgt. Das ist kolonial, eine Ausstellungswerkstatt. Die morgendliche Tasse Kaffee, ein Straßennamen oder bestimmte Vorurteile. Die Kolonialgeschichte ist bis heute in unserem Alltag präsent, auch in Westfalen. Die partizipative Ausstellungswerkstatt Das ist kolonial lädt zur Spurensuche ein und ist Treffpunkt, Bühne und Experimentierfeld zugleich. Also immer dran denken, der morgendliche Kaffee, kurz bevor es zur Arbeit geht, ist gelebte Kolonialgeschichte und der tägliche Rassismus. Diese Ausstellung ist nichts anderes als die Suche nach der deutschen Schuld. Doch was Kolonialgeschichte angeht, waren wir im Vergleich zu England oder Frankreich Waisenknaben. Okay, ich gebe zu, das ändert nichts daran, dass so etwas aufgearbeitet werden muss. Und ich muss zugeben, Sie schreiben von einem Treffpunkt. Das klingt nach Versöhnung. Aber ist es wirklich so? Im Fokus steht dabei der Austausch sowie die Entwicklung von gemeinsamen Ideen, die 2024 in eine große Sonderausstellung auf der Zeche Zollern einfließen. Kommen Sie vorbei und machen Sie mit. Bei den Öffnungszeiten steht etwas Interessantes. Jeden Samstag von 10 bis 14 Uhr ist die Ausstellungswerkstatt für Black, Indigenous and People of Color, BIPOC, reserviert. Der Betreiber nennt es Safer Space. Also halten wir einmal fest. Der Eintritt am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr, also wirklich die Primetime für alle Familien, ist reserviert für BIPOCs. Du weißt nicht, was BIPOCs ist? Okay, lesen wir einfach weiter. Was bedeutet BIPOC? Die Abkürzung BIPOC steht für Black and Indigenous People of Color und beschreibt Personen, die sich selbst nicht als Weiße bezeichnen bzw. nicht als weiße Personen wahrgenommen werden. Oftmals teilen sie von Rassismus geprägte Erfahrungen in unserer Gesellschaft. Also um es einmal festzuhalten, es geht hierbei um schwarze und indigene Menschen der Farbe. Indigen kommt aus dem Lateinischen und steht für einheimisch oder geboren. Und ich weiß nicht, wie du es nennst, aber das hier ist ebenfalls Hautfarbe. Also sind die Deutschen in Deutschland nichts anderes als indigene Menschen mit Farbe. Oder sehe ich das jetzt verkehrt? Ich könnte jetzt natürlich auch sagen, ich identifiziere mich als Farbiger aufgrund meiner Hautfarbe. Aber bei diesem BIPOC-Konzept haben sie ebenfalls daran gedacht, indem sie geschrieben haben, nicht als weiße Personen wahrgenommen werden. Das bedeutet, hier geht es nicht mehr um meine eigene Selbstbestimmung, komischerweise, sondern darum, wie ich von anderen Menschen wahrgenommen werde. Werde ich als Weißer wahrgenommen? Darf ich dort nicht mitmachen? Darf ich dort nicht hingehen? Das ist schon ein wenig skandalös, oder? Aber schauen wir uns jetzt mal an, was diese Safer Spaces sind. Bevor wir damit loslegen, solltest du diesen Kanal unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Ein Safer Space ist ein geschützter Raum, in dem sich Menschen, die von Rassismus betroffen sind, vor weiteren, auch unbewussten Diskriminierungen schützen können. Er ist ein Angebot für BIPOC und schwarze Menschen, um sich zurückziehen und offen austauschen zu können, ohne von weißen Menschen beobachtet, beurteilt oder kritisiert zu werden. Für BIPOC sind solche sicheren Räume im Alltag sowie in musealen Räumen nur selten gegeben. Da ist er wieder, der böse weiße Mensch. Er beobachtet, er beurteilt und kritisiert alles, was nur eine Farbnuance anders ist als er. Wenn ich der Meinung bin, ich tue das nicht, falsch gedacht. Du machst es dann unbewusst. Das ist Rassismus mit jedem Atemzug, den der weiße Mensch an den Tag legt. Aber warum darf ich denn jetzt eigentlich nicht rein? Warum ist der Safer Space nicht für weiße Personen geöffnet? Auch weiße Menschen können Erfahrungen mit Diskriminierung haben aufgrund ihres Geschlechtes, ihrer geschlechtlichen Orientierung
oder der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen. Jedoch teilen sie nicht die Erfahrung aufgrund ihrer Hautfarbe, jederzeit mit Rassismus bewusst oder unbewusst konfrontiert zu werden. Im Gegenteil, es ist ein Privileg weißer Menschen, selbstverständlich alle Räume betreten zu können, ohne sich Gedanken über mögliche Diskriminierungen zu machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich sehe das so. Das ist richtig heftig. Der weiße Mensch kann also nur diskriminiert werden aufgrund des Geschlechtes, der geschlechtlichen Orientierung oder der Zugehörigkeit zu gesellschaftlichen Gruppen, nicht aber aufgrund seiner Hautfarbe. Und trotzdem wird eben aufgrund der weißen Hautfarbe dort der Zugang verwehrt. Das ist doch merkwürdig, oder? Dann geht's weiter. Jedoch teilen sie nicht die Erfahrung, aufgrund ihrer Hautfarbe jederzeit mit Rassismus bewusst oder unbewusst konfrontiert zu werden. Echt jetzt? Jederzeit? Ist unsere westliche Gesellschaft, ist unser Deutschland wirklich so rassistisch, dass wir jederzeit jeden, der anders ist, diskriminieren? Wollen deswegen so viele Migranten nach Deutschland, weil es hier eben so übel ist? Na, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, oder? Im Gegenteil, es ist ein Privileg weißer Menschen, selbstverständlich alle Räume betreten zu können, ohne sich Gedanken über mögliche Diskriminierungen machen zu müssen. Auch das stimmt nicht. Der beste Beweis sind schon die Zutrittsregeln dieses Museums, die den weißen Menschen zu bestimmten Zeiten den Zugang verwehren. Und dann hätten wir zum Beispiel auch die Farmer in Südafrika, die aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert, vertrieben und oft auch getötet werden. Und dann haben wir noch den Begriff deutsche Kartoffel. Wer hat ihn nicht gehört? Auch das ist Rassismus gegen Weiße, Rassismus gegen einheimische Deutsche. Und davon spricht so gut wie niemand. Das ist auch keine Volksverhetzung und wird dementsprechend auch nicht so hart bestraft. Dann haben wir Angstzentren in Ballungsgebieten. Jeder kennt es. In jeder großen deutschen Stadt haben wir bestimmte Bereiche, meistens in der Innenstadt, wo man sich als normaler Mensch, als weißer deutscher Bürger nicht sehen lassen kann, ohne wirklich Angst zu haben. Dann haben wir auch den Horror an so manch einer Schule, wo deutsche, weiße Kinder in der Minderheit sind und dort ganz fürchterlich gequält werden. Das ist also wirklich eine absolute Lüge, was diese Menschen dort auf ihrer Homepage von sich geben. Es stimmt absolut nicht. Rassismus ist wirklich ekelhaft, ganz egal von wem dieser ausgeht und wen dieser betrifft. Rassismus ist verboten und das ist auch gut so. Und das, was dieses Museum macht, ist kein geeigneter Beitrag für das Zusammenleben in Deutschland. So etwas muss auch wirklich angesprochen werden und dieser Kanal wird es immer ansprechen. Deswegen unbedingt jetzt abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Du solltest auch jetzt dieses Video hier sehen. Einfach klicken. Wir sehen uns drüben. Ich bedanke mich für deine Unterstützung. Jetzt klicken. Bis gleich. Danke dir. Tschüss.